Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irina und wir machen unsere alltägliche Arbeit wie immer. So, die Botschaft für heute, für diejenigen, die das brauchen. Die erste Karte ist die König der Münzen. Stern. Ass der Kelche. Page. Herrscher und Aussicht. Schaut mal, meine Lieben. Wir fangen dann von vorne. So. Alles, was hier ist. So wie aussieht, meine Lieben, die dir erwarten eine Liebe, die kommt bald. Dass ihr das verstehen könnt, werde ich so ein bisschen... So, habe ich nicht erwartet, dass so viele Karten auf einmal fallen, aber vielleicht ist gut so. Schaut mal, meine Lieben, du hast, wie soll ich sagen, eine Chance auf eine Liebe, auf eine gegenseitige Liebe, auf eine Liebe, die jetzt gerade erfrischen, erblühen könnte. Ich vermute, du... kennst diesen Mann schon etwas länger. Hier spielt jetzt keine Rolle, ob du kennst ihn oder du wirst ihn kennenlernen. Ich sehe einfach für diejenigen, die schauen dieses Video an, für alle kommt die Liebe. Liebe zu sich selbst, Liebe zu einem Mann, Liebe zu dir. Prinzip des Lebens ist, fühle dich mit Liebe, wie diese Kelch sich selbst an. Und dann strahlst du das aus und genauso ziehst du das wieder zurück. Darum, so wie aussieht, hier nach dieser Legung, nach dieser Botschaft, nach dieser Liebesbotschaft für euch, meine Lieben. Egal wohin du gehst, egal was du tust, du hast eine Chance auf eine Liebe. Einzige ist Voraussetzung, du sollst dich mit der Liebe füllen. Das heißt, du sollst dich füllen mit der Liebe. Und dann kommt die Liebe in dein Leben. Das kann, ich vermute, könnte ein König der Münzen sein. Oft sagt man, dass König der Münzen ist ein Signifikator für einen Mann, der verheiratet ist. Hier sehe ich das nicht. Hier kommt eine tolle Zukunft für euch und meine Lieben, so wie aussieht diese, das steht fest schon, 100%. Fest steht, dass du triffst diesen Mann, wenn du ihn noch nicht getroffen hast. Und so wie aussieht, er wird dich begleiten, Leben lang. Einzige, was ich möchte jetzt zusätzlich für euch, wie eine Rat von den Seelen der Botschaft, ein Rat für dich. Es ist Zeit, mutig zu sein. So wie diese Frau. Schau nach vorne. Schau in die Zukunft. Die Karte sagt auch, schau in die Zukunft. Mutig sein. Der Herrscher hier zeigt uns, dass du sollst mutig sein. Es ist Zeit, mutig zu sein. Halte nicht an Dingen oder Menschen fest, die nicht mehr im Einklang mit deiner Seele schwingen. Beende jetzt, was dir nicht gut tut. Traue dich, du bist nicht allein. Meine Lieben, ist eine wunderschöne Botschaft für euch. Auf jeden Fall, du sollst von dem Tarot die Rat von dem Tarot ans Herz nehmen, plus Rat von diesen Botschaften der Seele. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel, viel Glück in der Liebe. Liebe gibt's und sie wird dich besuchen, wenn nicht heute, morgen bestimmt. Du musst nur diesen Weg einschlagen, so wie diese Karte zeigt. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.